Die erste Aussage, die man bekommt, wenn man unter diesem Syndrom leidet, ist, sie sind unfruchtbar und sie können auf natürlichen Wege keine Kinder mehr bekommen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum ich als Mutter im Kinderzimmer von meinem Kind über so ein Thema berichte. Wenn ihr wissen wollt, was dran ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Yeah. Mann und ich haben ja ein Kind und das ist ohne Probleme entstanden. Ich habe im November 2015 meine Pille abgesetzt. Das war ein paar Monate nach unserer Hochzeitsreise. Ja, im Endeffekt hat es dann Ende Januar geklappt. Am 18. Februar hatte ich dann einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Ich habe ein Video gemacht auch über meine Schwangerschaft und es gibt auch einen Geburtsbericht und auch ein Video über den Babyblues, den ich danach hatte. Das verlinke ich euch alles gerne in der Infobox unten. Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich immer noch fragen, warum ich über PCOS trotzdem hier berichte. Ich möchte jetzt hier kein Arztvideo machen und euch erklären, was das genau ist. Nur, dass ihr ungefähr wisst, worum es sich dabei handelt. PCOS heißt unfruchtbar erstmal. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, ich will da gar nicht genau drauf eingehen. Ich will einfach nur erzählen, wie es bei mir ist. Ich bin eine von diesen Frauen, die nie ihre Periode hat und sie auch ohne Medikamente gar nicht bekommen würde. Das heißt, bei mir ist einfach das Problem, dass ich keinen Eisprung habe. Auf dem Ultraschall sieht man das auch als Laie total gut, dass das lauter kleine Follikel sind. Und normalerweise reift ja jeden Monat ein großes Follikel heran, also ein Ei, was dann zum Eisprung springt. Ja, und das ist eben beim PCOS nicht so. Da ist es so, dass sich diese vielen Kleinen einfach im Weg stehen und dass da einfach nichts draus wird. Ja, und kein Eisprung, infolgedessen hat man dann auch keine Periode. Also bei mir ist es so, es gibt auch Frauen, die unter PCOS leiden, die trotzdem ihre Periode haben. Ich habe es nicht, ich gehöre nicht dazu. Und ja, dadurch ist es halt natürlich schwer, ein Kind zu bekommen. Wenn man jetzt nicht gerade einen Kinderwunsch hat, kann es durchaus seine Vorteile haben, wie ich finde. Man hat keine Periode und man muss nicht hormonell verhüten. Wobei das natürlich kein, Gottes Willen, wobei das natürlich kein hundertprozentiges Verhütungsmittel ist. Ich habe dieses PCOS-Syndrom erst nach der Geburt bekommen von Elias. Und zwar habe ich das nicht einfach so bekommen, sondern durch eine Hormonspirale, und zwar die Jadis. Ich habe mir nach der Untersuchung, die man 6 Wochen nach der Geburt hat, habe ich mir eine Hormonspirale setzen lassen. Und diese Hormonspirale gibt ja punktuell an der Gebärmutter Hormone ab. Das hat bei mir irgendwie gut hingehauen. Ich bin nicht schwanger geworden, aber meine Gebärmutter hat das anscheinend so durcheinander gebracht oder meine Eierstöcke, wie auch immer, dass da jetzt einfach ein hormonelles Ungleichgewicht vorliegt. Ich möchte jetzt diese Spirale nicht schlecht reden, weil nach 3 Monaten Liegedauer von dieser Spirale und mir meine Frauenärztin die Spirale wieder gezogen hat. Aufgrund von dieser kurzen Liegedauer habe ich jetzt das PCOS-Syndrom. Das heißt, 350, 370 Euro gezahlt dafür, dass man jetzt auf natürlichem Wege erstmal keine Kinder mehr kriegen kann. Denkt man sich auch, gut, cool, läuft. Wie gesagt, wenn man keinen Kinderwunsch hat, kann das Ganze ganz toll sein. Man muss nicht groß verhüten, außer man sagt, ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt sofort ein Kind haben, aber ein zweites Kind wäre jetzt auch nicht schlimm, so ungefähr. Dann ist es natürlich von Vorteil und man hat halt seine Periode nicht. Wir haben angefangen, das PCOS-Syndrom zu behandeln ab August. Ich habe bekommen von meiner Frauenärztin einmal das Chlormadinon. Dieses Chlormadinon, das löst eine Regelblutung aus. Und an Tag 3 sollte ich stimulieren mit Clomifen. Clomifen ist vielleicht manchen ein Begriff. Das soll einen Eisprung nicht auslösen, sondern ein Ei reifen lassen. Steht auch drauf, Ovulationsauslöser. Außerdem wurde mir noch empfohlen, das Clavella. Das hat bei mir wirklich überhaupt gar nichts bewirkt, muss ich sagen. Das ist Nahrungsergänzungsmittel mit Myo-Inositol und Folsäure. Hat bei mir wirklich gar nichts bewirkt, bin jetzt nicht so beeindruckt davon. Es gibt viele, die schwören darauf. Ich denke, das PCOS-Syndrom ist halt auch bei jedem anders ausgeprägt.
Und die Frauenärztin hat auch gemeint, das Clavella schlägt oft bei so schlanken Frauen an. Ich bin jetzt eigentlich auch eher schlank, würde ich behaupten, aber Mai hat halt bei mir nicht angeschlagen. Was bei mir jedoch super angeschlagen hat, war das Clomadinon. Das nimmt man 12 Tage. Oder ich habe es 12 Tage genommen, da sind auch 12 Tabletten drin. Und nach einer Woche habe ich dann meine Periode bekommen. Also ich habe es auch super vertragen, das ist wirklich gut. Also da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. So, dann kam aber der Haken. Wir haben es 3-mal versucht mit Clomifen. Das sind 50 Milligramm, sprich eine Tablette 50 Milligramm. Wir haben es 2-mal versucht. Das heißt, ich habe am Zyklustag 3 für 5 Tage eine Tablette genommen. Und auch wieder eben vom 3. Zyklustag an 5 Tage. Hat meine Gebärmutter und meine Eier auch nicht interessiert, leider. Also dieses Clomifen bekommt man nicht einfach so. Das ist natürlich verschreibungspflichtig, das Clomadinon genauso, das Clavella nicht. Bei dem Clomifen, das darf man auch wirklich nur nehmen, wenn man engmaschig von seinem Frauenarzt währenddessen betreut wird. Man muss da immer an Zyklustag 12 zur, ich sage immer, Eierschau, also zum Ultraschall, zur Follikelschau sozusagen, um zu gucken, ob der Körper darauf reagiert hat oder nicht. Man kann nämlich auch eine Überstimulation damit auslösen, was dann natürlich nicht so toll ist. Mein Körper hat es überhaupt nicht interessiert und bei der letzten Follikelschau, wo wir dann eben die doppelte Dosis hatten, meinte meine Frauenärztin zu mir, gut, dann bin ich aber auch mit meinem Latein am Ende. Da bräuchten sie jetzt was Härteres als Clomifen. Da ist sie jetzt aber kein Spezialist dafür, sie würde mir einen Überweisungsschein für die Kinderwunschklinik ausstellen. Ich weiß, das muss eigentlich unangenehm sein, aber ja, man läuft halt einfach nicht rund. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Auf jeden Fall gibt es da ja noch höhere Stufen von Clomifen, Gonal F, Purigon, also das sind halt dann so Spritzen. Und das finde ich auch gut, dass die Frauenärzte da sagen, die sind da nicht so fit. Das sollten wirklich nur Spezialisten geben und verabreichen. Und das sollte auch wirklich nur unter strenger Beobachtung von Spezialisten geschehen. Ich muss nämlich noch kurz sagen, auf das Clomifen habe ich schon ein bisschen reagiert. Das habe ich jetzt nicht so einwandfrei vertragen wie das Clomadinon. Bei dem Clomifen hatte ich extreme Hitzewallungen. Also wirklich extreme Hitzewallungen. Ich war pitschnass geschwitzt und ich habe das so Herzrasen. Das wäre so, wie meine Mama das immer beschreibt, wo sie in den Wechseljahren waren. Also wirklich Wechseljahrsbeschwerden. Und es steht auch in der Packungsbeilage, dass das Nebenwirkungen sein können. In dem Video ging es jetzt eigentlich hauptsächlich gar nicht um PCO, sondern um unsere Geschichte jetzt momentan, was uns momentan beschäftigt. Das ist was sehr Privates. Ich habe es lange überlegt, ob du es überhaupt hochladest oder nicht, aber ich finde es oft interessant, einfach dann auch für Frauen diesen Weg dann einfach mitzubekommen, den man da geht. Und eben, dass man auch weiß, hey, auch wenn jemand PCO hat, kannst du vielleicht davor oder danach trotzdem Kinder kriegen, einfach so ohne Hilfe. Und bei uns ist halt jetzt der Vorteil, dass es diagnostiziert wird und dann zahlt es einem eben die Krankenkasse, weil wir beide über 25 sind und weil wir beide verheiratet sind und weil wir beide auch noch bei der gleichen Krankenkasse versichert sind. Das kommt dann auch nochmal dazu. Ja, man kann sich generell da ein bisschen in Google auch einlesen, was PCO ist. Ich will das gar nicht so groß breit treten, weil ich bin keine Ärztin und da kein Fachmann und ich will da jetzt nicht irgendwie schlau rum erzählen, was das groß ist. Am Ende erzähle ich noch irgendwas Falsches und blamier mich hier. Also ich habe euch bloß erzählt, wie es bei uns war. Ich hatte davor einen ganz normalen Zyklus, wir haben ohne Probleme ein Kind bekommen und aufgrund von dieser kurzen Liegedauer von der Hormonspirale hat das bei mir ein bisschen was durcheinander gebracht und dadurch habe ich jetzt dieses PCO-Syndrom. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr auch PCO habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir können uns gerne ein bisschen drüber austauschen. Mich würde es auch oft interessieren, ob es dann doch noch normal geklappt hat. Man hört ja immer wieder, ja, ich habe dann eine Pause gemacht, so wie es wir gerade machen. Und dann ging es auf einmal doch von alleine. Man hört immer mal wieder von solchen Geschichten. Falls es so bei euch war, dann würde ich mich auch über solche Geschichten einfach in den Kommentaren freuen. Und ich würde mich außerdem über ein Abo freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, natürlich kostenlos. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Bis dann, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!